Bayern gegen Barca, ein Spiel, worauf du dich als Fan einfach freust, mitfieberst, abgehst. Zum ersten Mal die gute Stimmung im Audidom. Dank dem BayWa-Stimmungsbarometer ja messbar. Die Unterstützung von Beginn an bis zum Ende da. Großes Lob an die Fans. Nun zum Geschehen auf dem Court. Die Gäste aus Spanien verteidigten gut, zeigten vorne das ein oder andere Zuckerl. Holger Badstuber fand, naja, sieht man bescheiden, die Bayern im Spielaufbau nachlässig. Und das bestrafte Barcelona gnadenlos. 14:2 Lauf der Gäste, die Katalanen. Ja, in der Euroleague noch ungeschlagen. Hier sieht man warum. Robin Benzing fast zusammen. Zweite Viertel haben sie einen Rhythmus gefunden. Wir haben 9 Dreier getroffen, wir haben 38 Punkte im zweiten Viertel gemacht. Und da müssen wir uns nicht beschweren. Ich denke, 38 Punkte in einem Viertel, 99 Punkte zu Hause, hast du keine Chance gegen keine Mannschaft. Und wenn Barcelona in den Rhythmus kommt, so wie sie da Dreier getroffen haben, dann ist es ganz schwer. Wir hatten heute einfach, wir waren nicht gut genug, nicht konzentriert genug, nicht aggressiv genug, um so zu Hause zu spielen. Harte, aber ehrliche Worte. Man musste neidlos anerkennen, dass Barcelona das Spiel unter Kontrolle hatte. Die Bayern kämpften, bäumten sich immer wieder auf Benzing, auf Jagla, der für drei. Aber auch im Schlussabschnitt ließen die Katalanen nicht locker, verteidigten hinten Knochen trocken und zauberten vorne Satoranski mit der zweiten Flugshow am Donnerstagabend. Und so gewannen die Gäste aus Barcelona am Ende deutlich mit 99:77. Es gibt jedoch kein Nachlassen für die Bayern. Immer weiter am Sonntag on the road geht's gegen Grailsheim. Also, pack mal's!